Hallo, hier ist Sabine von sabineskartendesign.de. Heute habe ich einmal paar Tipps oder Tricks, je nachdem, wie man sehen möchte. Und zwar habe ich heute für die Vorschulkinder, die heute ihren letzten Kindergartentag haben, auf Wunsch meiner Tochter so kleine Notizblöcke gebastelt und bin jetzt bei einem mit dem Kleber wegen hinkommen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Da sind so Kleberreste. Und da ich aber eigentlich schon fertig bin, ist das sehr ärgerlich. Und ich wollte euch jetzt da einen Tipp zeigen oder einen Trick zeigen. Und zwar gibt es so einen Kleberradierer eigentlich. Wo ihr den besorgen oder bekommen könnt, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und ich finde es eine tolle Sache, weil mir passiert sehr oft, dass ich Klebereste an den Händen habe oder dass es ein wenig rausdruckt an der Seite oder wie auch immer. Und kleinere Schäden, jetzt große Flächen nicht, aber kleinere Schäden kann man auf jeden Fall mit dem wegradieren. Ich mache das jetzt einmal. Also wie gesagt, hier, ich hoffe, ihr seht das, ist so Klebereste, das Dunkle. Und jetzt wackelt das Ganze natürlich ziemlich. Und wenn man da jetzt so drüber geht, dann seht ihr, dass man nichts mehr sieht. Also das ist komplett weggegangen. Finde ich eine tolle Sache. Das andere, was ich euch gerne zeigen möchte oder nicht vorenthalten möchte, was mir auch immer wieder gute Dienste leistet, ist, wenn die Schneidklinge auf unserem Schneidbrett von Stampin' Up stumpf wird, und das merkt man natürlich immer erst dann, wenn man A, keine Ersatzklingen daheim hat oder B, mitten im Projekt ist. Und so ist es mir jetzt auch gegangen. Ich habe es jetzt unterdessen schon ausgetauscht, aber bei dem ist es mir erst aufgefallen. Und damit ich das Ganze nicht nochmal machen kann, gibt es hier, ich glaube, das ist für Nägel eigentlich gedacht, so Schmirgelpapier. Und wenn man da so drüber geht, über die Kanten, dann ist das alles weg. Da sieht man es jetzt auch noch einmal. Da ist es so ausgefranst, wenn ich da drüber gehe, schaut es um einiges besser aus. Also auch für den, wo ihr den erwerben könnt, kann ich euch auch verlinken. Ich finde es eine tolle Sache und ersetzt natürlich keine neue Schneideklinge, das ist ganz klar. Die Schneideklinge sollte man natürlich immer parat haben. Aber für die schnelle Hilfe ist das, finde ich, eine tolle Sache. Und da ist auch, da zum Beispiel, wenn man so reinschneidet, ist oft einmal so, dass das nicht so passt. Wenn man da drüber geht, schaut es auch schon wieder viel besser aus. Okay, falls euch dieses Video mit den Tipps und Tricks gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder über ein Abo von meinem Kanal. Weitere Informationen rund ums Basteln, Kreativsein, Verpackungen und so weiter, vor allem mit Stampin' Up natürlich, findet ihr auf meiner Homepage www.sabineskartendesign.de. Und dann freue ich mich und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Basteln. Tschüss!